Ja, hallo Freunde, ich möchte euch einmal wieder was Neues zeigen, denn ich habe mir mal wieder einen neuen Brenner geleistet und das ist der Dokes Siphon. Ist natürlich ein Titanbrenner, ein Spiritusbrenner und hatte den auch schon ein paar Mal in Verwendung und ich muss sagen, der geht in meinen Augen besser wie der Trangia. Und warum, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, den Dokes Siphon kann man auch mit dem Evanio Topfkreuz verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Funktioniert tadellos. Ich werde ihn ein bisschen anders verwenden. Ich habe noch den Evanio Botstand. Und hier habe ich dann einfach ein bisschen mehr Abstand zum Brenner und quasi auch ein bisschen einen Windschutz. Aber der Vorteil von diesem Teil, das werde ich jetzt gleich einmal zeigen. Ich arbeite ja nach wie vor mit Bioethanol, schon immer. Und der Vorteil von dem Teil ist, der Vergas, die Jets zünden binnen 2 bis 3, höchstens 4 Sekunden. Jetzt passt einmal auf. So, er hat gezündet und die Jets sind schon da. Also, Freunde, wir haben 3 Grad plus. Ja, da kommt kein Trangia mit. Herr Trangia braucht bei denen mindestens 30 Sekunden bis 40 Sekunden, bis der zündet. Und die sind sofort da. Also, gewaltig. So, wir zünden jetzt noch einmal an und... Wie ihr sehen könnt, die Jets sind da. Das ist gewaltig. So was habe ich noch bei keinem Brenner erlebt. Also der ist wirklich in dem Sinn absolut perfekt. Und das nächste was ist, klar, wir haben natürlich keinen Deckel, damit wir das Teil verschließen können. Aber man kann den ohne weiteres wieder sehr schön zurückleeren. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert. Das geht tadellos. Ja klar, das war jetzt der Vorzeigeeffekt. Darum habe ich natürlich etlich ein bisschen was verschüttet, aber harmlos. Ja, Freunde, in dem Sinn, den werdet ihr jetzt sicher öfters bei mir im Einsatz sehen. Also Dokes Siphon nennt sich der. Hier die kleinen Bohrungen auf der Seite. Die Jets. Einfach super. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder von meinem kleinen Brenner. In dem Stoffsäckchen wieder geliefert. Es gibt dann auch noch so ein Gitter dazu, wo man draufstellen kann. Aber sowas brauche ich nicht. Mir reicht eigentlich der Brenner. Die Maße von dem Ding schreibe ich euch unten in die Beschreibung und ich verlinke euch den auch bei Amazon, wenn ihr den anschauen wollt. Ja, in dem Sinn sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao.